formation. Three. Okay. Form on me. Damit er das Kapsel schlapp macht. Macht nicht Spaß, dass er hier in unserem Hemmel hilft, die ganze Zeit kommt. Kusum. Wenn sie den Lockpicken erschießt, ich nicht. Alter! Ja. Bobby, du bist doch gerade zum ersten Mal. Die Abrissparty. Ja, muss man ja genug essen. Return to formation. Ich hab schon die Nachricht bekommen. Was ist denn gewährt mit Superpower? Soll ich jetzt 10 Minuten lang durchrennen oder Farm? Ja, du kannst 10 Minuten lang durchrennen und hast perfektes Aiming. Das war sofort zu so was ist so viel die Polizei auch einsam. Ja, ihr habt doch schon genug Mittel. Ach, komm doch mal. Nein, das Kokain oder was? Die ganzen Skiflöten schießen mit den Idioten. Ich hab verloren, die muss in die Luft schießen. Oh mein Gott, ey. Aua! Der unser Fahrer ist weg. Engine rot. I need ammo. Fuck, fall back. Sonst müssen wir leider das Feuer öffnen. Ja, kommt Jungs, sie haben sich ergeben. Der andere hat noch nicht der hinterm Auto, der Officer nicht hier auch. Einmal ergeben, Shift C. Warte mal von oben. Funkgeräte abnehmen, Funkgeräte abnehmen. Ja, Funkgeräte sofort, alle Kommunikationsmittel. Wir haben den beiden jetzt die Funkgeräte abgenommen, sie haben keine Kommunikation mit den Kollegen. Die Waffen haben wir ihnen auch abgenommen. Nein, die Waffen hast du ihnen nicht abgenommen. Das machen wir jetzt los. Ja. Ne, die sollen in den Heli zunächst mal ansteigen. Ja. Der Rekrut auf mein Kommando Hände runternehmen. Welch meine? 5 Meter nach vorne gehen. Jetzt. Seid ihr da gleich? Ich hab den Officer im Blick. Geh mal bitte mit deinem Heli ein bisschen weiter weg, sonst versteht man die nicht. Ja, soll ich den? So, der Heli ist ja gleich da. Ja, ne, okay. Ich dachte, okay. Der Heli ist weiter weg. Du kannst mal Richtung Kavala Ausschau halten, ob was kommt. Ja, mach ich. Sehr schön. Jetzt der Officer. Ist es Gashi? Bitte lass es. Lucky B. Es soll erstmal erklären, woher er kommt, wenn er bei uns mal im Hangar steht. Kann man ja ein kleines Scan mit dem machen. Ja, der gesized. Mr. Venero kommt auf euch zu, aber es dauert noch ein bisschen und Tobias. Easy. Ist jetzt keine Wunden zu sehen aus Kavala. Und wir wollen auch nicht, dass es geklaut wird. Komm mal, machen wir Deathmatch oder wie mit den Cops? Ja, würde schon sagen, Deathmatch. Und diesmal holen wir so beide in unseren Channel. Damit sie sich nicht wieder absprechen können. Kopfkarre, ist das wieder der Master? Okay. was meint ihr mit Deathmatch? Also, so, Jungs, wir kommen zum Heli. Aber da holst du zwei Suba vom Donator? Ja, mach ich. Bist kein Donator mehr. Was meinst du? Nimm mich einfach mit. Die gehen gerade Position mit durch, oder? Ach, sind wir da? Ja, ich nehme mich mit, ja. Nee, das ist dieses automatische von denen. Du bist so Nate-Mob? Ja. Okay. Sonst wäre ich mitgegangen. Also, mit Deathmatch ist gemeint, dass wir denen halt bei den Revolver kommt geben. Kommt der Pilot in den Heli? Fährt in die Sicherheit. Gott, Alter, ich habe jetzt 5 Kilometer. Tut mir leid. Sag mal, wie fliegst du denn? Ich stehe hier unten. Ich bin zu weit oben gewesen. Einmal bitte einsteigen. So. Mach an den Heli. Da bist du. Ja, ich komm zu dir. Haben wir überhaupt einen Piloten? Ja. Ach, ihr holt die Superstar mit dem Hummingbird oder was? Ja. Ja. Der Dirty sagen wir schon mal dabei. Ja. Alles klar, wir können ja einen einfach vorher ins Bein schießen. Das würde ich wiederum recht lustig finden, ja. Noch ein Zuschauer. Da kommt noch irgendwas angefahren, ich sehe es schon kommen. Mein Heli, oh Gott. Bordlimo, der ist erstmal voll gegen den Posten. Dann auch gefahren. Sie nicht, danke für das Funkgerät, her damit. Hallo. So, dann machen wir es kurz und knapp, folgen Sie mir einmal bitte, alle beide.
So, das Spiel wird folgendermaßen ablaufen. Die beiden werden sich in der Mitte dieses Kreises, ja, werden sie sich platzieren, werden beide von uns eine 9mm Handfeuerwaffe kriegen mit genau einem Magazin. Nicht mehr. Und Moven, was macht die Arc Edge Karriere? Auf Kommando. Warte mal. Wir machen hier gerade RP. Rücken an Rücken. Entschuldigung, ruhig. Werden dort nach einem Schuss anfangen loszulaufen, beide in die entgegengesetzte Richtung, und werden dann bei dem nächsten Schuss sich umdrehen und das Feuer aufeinander eröffnen. Derjenige, der das Duell gewinnt, darf gehen und darf wieder nach Hause zu seiner Familie. Haben Sie das so verstanden? Ja, perfekt. Verstanden. Gut, folgen Sie mir einmal zum Ifrit. Boah, wie hell jetzt schon wieder ist. Dann nimmt jeder eine Waffe sowie ein Magazin heraus. Oh, okay. Sehr schön. Dann einmal wieder mitkommen. Hier in die Mitte Rücken an Rücken stellen. Ah, ein Kampf. Sehr schön. Sobald der erste Kann ich da noch etwas zu Ihnen sagen? Dürfen Sie. Falls ich das hier überlebe, bei meiner nächsten Geiselnahme möchte ich gerne Survivor spielen. Danke. Sehr schön. Also, beim ersten Schuss wird losgelaufen. Sollte der zweite Schuss fallen, umdrehen und anfangen zu schießen. Soweit verstanden? Aber schon gehen, oder? Oder gerne? Gehen. Boah, ein bisschen weg hier. Dirty, du schaffst das. Fertig. Wird aus der Schussrichtung gehen, Leute. Und los. Stimmt. Oh, ich lag mit. Aber du stehst voll in der Schussrichtung. Ja, ich weiß. Salvator merkt das schon. Ja, der hat sich ab. Dirty, Mann, Lucky B, Lucky B. Erster Gewinner. Die kaufen gleich alle Munition bei uns. Wir stehen zu unserem Wort. Wir dürfen nach Hause. Das soll die Waffe sein. Ich Helium setzt ihn am Checkpoint ab. Wieso nicht? Nehmt euch mal ein Helium, setzt ihn am Checkpoint. Ja, die. Am besten rennst du noch ein Stück vor. Verfolgt den nicht so, sonst denke ich. Ich hocke mich hier in den Busch und schreibe von hier uns anhalten, okay? Die stehen an der Tankstelle bei DB11. Nee, oder? Lauf ich jetzt hin und knall so. Guck so lange mal in die andere Richtung. Geh doch hinter das Haus. Hinter Flash. Ja, aber dann kann ich ja nicht rufen. Ja, du musst eh weiter vor, wenn du rufen willst. Und wo muss ich hin? Siehst du vorne die Laterne? Ja, der Busch zum Beispiel, der ist so gut. Hier ist anhalten und die fahren zu euch jetzt. Juhu. Ja, endlich. Wie ist es denn? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wieder Dirty Sun und Lucky B. Kann ich mir. Ja, Lucky. Ja, Officer Lucky B, genau. Der hat aber mal ein Pech, ey. Ja, ein bisschen. Also, pass auf, ne? Ist jetzt. Soll ich einfach nur anhalten brüllen oder wie? Aber mehr nicht, oder? Ja, einfach anhalten. Okay. Du kannst ja auch ein bisschen auf die Straße stellen, dann, aber das musst du schon knapp machen, ne? Ist jetzt in dieser S-Kurve nach DB11, da ist ja diese komische Kurve, wo ja, der kommt, hin, kommt hinten bergunter, ich sehe ihn. Also, du kannst natürlich auf die Fahrbahn gehen, auf die Seite. auf die andere Fahrbahnseite. Weil, wenn er dich dann überfährt, ist VDM hoch 3. Ja. Der kommt jetzt gleich.
Nee, hier ich runter. Komm lieber in meinem Busch. Jetzt bin ich aber geschmackt. Er ist noch so 1000 Meter entfernt. Oh fuck, ich hab mich festgepackt. Oh meine Fresse. Okay, es geht. So. Er muss euch aber schon sehen, die halten ja nicht einfach so an. Jetzt ja. Lange gerade, jetzt gibt er Vollstoff. Ja. 500 Meter sind's vielleicht noch, oder was? Ja. Dann brüll ich von hier aus, okay? Ja, brüll, aber richtig laut dann. Inter, und wir schießen auf. Der hält an, ne? Jo. Was? Der hält ein? Er hält an. Der steigt aber nicht aus. Nee, er steigt nicht aus. Aber ich bin in 700 Metern Höhe, die können mich gar nicht hören. Ja, aber ein Heli. Ne, ist ein anderer Heli. Er fährt wieder. Ich glaube, er will umdrehen, ja. Ich glaube, er hat euch schon gesehen oder vielleicht einen von euch. Er kann mich gar nicht sehen. Ja, Olaf verfolgt sie halt krass. Oder fliegt er direkt? Ja, ich bin in 800 Metern Höhe. Ich bin die ganze Zeit bis halt weg gewesen, also. Da müssen die wirklich Luxohren haben. Ist okay, ich hab den Scheißhorn. Also, Olaf, ich hör dich. Nee, du hast auch den Scheißhorn. Ja, sie fahren weiter, fahren langsam. In meine Richtung? Weiter. Ja. Langsam ist doch super. Jetzt geben sie Gas. Leichter zu treffen. Ja. Jetzt müsstest du das sehen. Jetzt will ich auch sehen, Leute. Jo. Jetzt hohe Konzentration, bitte. Ja. Die drehen auf die Tankstelle. Ja. Sag was. Sag, steh mal. Okay. Sag Handy hoch. Hier nachrücken, Sink. Wir rücken alle nach. Ich lande jetzt. Aber es dauert halt ein bisschen, weil ich so hochkomme. Hände hoch! Vergleich die Kommunikations- drei Kopf abgenommen. Interpol aufkommen, rück schnell nach. Jo, ich komm. Bringt ihr schon mal in Richtung Feld, also von der Tankstraße weg Richtung Feld. Nee, hast die Kommunikationsmittel und alles abgenommen, ja, bitte? Flash? Oder wer macht das gerade da unten? Ja, und dann bitte. Ja, zeigen Sie die Waffe. Da also kommt Kommunikationsmittel? Noch ein Kopf, ist schon weg. Was ist das hier? Da ist noch ein Stückchen entfernt, aber der kommt halt her. Und deswegen jetzt wirklich beeilen, der kommt schnell näher. Stoff zu enden, Heli. Ja, ihr müsst weg. Ja, lasst mich hier, ja? Wir passen noch alle rein, oder? Nee, ja, lasst mich hier, das dauert zu lange. Könnt mich ja dann nochmal. Haben abholen. Die Waffen gesized? Achso, sind noch dabei. Wer sind das jetzt? Lucky B? Wie gesagt, die Cops sollten aus der Tierra sollten gleich da sein. Also. Pandian Highway oder was? Es sah so aus, die waren beim Truck Dealer in der Nähe. Ich hab sie jetzt nicht mehr auf dem Radar. Auf der Hauptstraße sind welche. Vorsicht, Jungs. Sag ich ja. Da ist Officer B drin. Wieso ist da ein Officer drin? Markier es bitte auf der Karte. Gegenüber der Tankstelle. Was machen wir, Jungs? Ja, bringt die jetzt schnell her und los geht's. Also, wenn ihr noch weiter darum pimmelt, wird's einfach scheiße. Einfach mal auf der Karte. Los geht's. Warte. Er fährt einfach vorbei. Er fährt auf der Hauptstraße weiter. Bringt sie jetzt her. Mit Vollsprint. Einsteigen und abhauen. Ja, aber gebt euch Rückendeckung noch. Weil der wird versuchen, eine Heli jetzt zu disablen. Bitte bei euch. Die sollen sie einsteigen und abhauen. Mit euch. Jo, der Hemd ist stehen geblieben. Naja, los jetzt. Mussten die Cops auf der Karte sehen, die? Eh cool, du gibst Rückendeckung, ja? Ja, ich bleib im Haus, ihr sollt abhauen hier. So, die in Zahn zulegen. Rein und weg. Ab ins Rebellengebiet. Hat doch bestimmt den Hemd beschlagnahmt. Wieso sind das sind nur zwei? Sind die Cops auf dem Berg? Na, da, immer noch nicht was machen der Rekord? Macht der mal Bein oder schießen oder so? Das geht ja gar nicht. Steigen Sie bitte einmal ein. Ein Cop ist drin. Soll ich ihn erschießen? Na, wenn der Rekord der eine soll den Arsch bewegen oder du erschießt ihn sofort. Los, jetzt machen wir mal ein bisschen hin, sonst erschießen sie. Los, alle rein jetzt. Und ich heb jetzt ab, gut. Sink. Gut. Ja, ich bleib hier. Flieg, komm. Ich hab auch nicht hier. Was? Sink soll nicht hier sein, weil. Nee? Die anderen sollen den Offroad oder so nehmen.
Ja, zu wie viel seid ihr jetzt im Roller? Den Cop auf Roller. Drei Cops, drei Rebellen. Gut, gut. Ja gut, ihr habt mal keine Waffe, ihr habt es ja seißen lassen. Mob, wie schaut's aus? Ja, ich bin hier oben, aber hier ist, ich hab bis jetzt nichts mehr gesehen. Komm, frage ich hier, damit du kommt, bist. Kommt einfach in meine Richtung. Da wir jetzt, was machen wir jetzt mit den Ich würde sagen, das Fahrzeug offen oder zu? Wir können das so machen. Erstmal zwischen den Rekruten entscheiden wir, wer Survivor spielen darf. Das heißt, die müssen sich mit der Hook umschießen und der Überlebende darf dann Survivor mit dem Officer zusammenspielen. Oder so. Wir sind zu sechs, das geht. Wie geht Survivor? Was musst du da machen? Das war knapp. Die rennen weg und wir rennen halt mit. Wir fahren mit kurz hinterher. Warum kommst du zu mir? Ach nee, Otto, du hast gesagt, du sollst zum Mob, ne? 3 Minuten Zeit, um abzuhauen. Ja, komm zu mir. Aber ohne Gebäude. Oder wie? Also die Gebäude sind gesperrt für die, oder wie? Ja, da dürfen sie nicht rein. Ja. Gut. Will jemand ein bisschen voll quatschen? Jo, hier der andere, wir sitzen ja noch mit dem Heli. Interpol, du machst das so gerne. Du hast die Quatsch immer voll. Ja, sofort. Ich muss es nur überlegen. Wir machen nur mit einem das Survival-Spiel, weil es kann nur einer geben. Vorher nur müssen einen. Die anderen... Nur einen, echt? Ja, wie willst du das mit drei machen? Willst du allen drei eine Knarre geben? Nee, zwei nicht. Ich hatte gerade gesagt, man kann ja beiden den Hook geben, den Rekruten, und nur ein Rekrut darf dann mit dem Officer zusammen Survival spielen. Ob die dann zusammenbleiben oder sich trennen? Ist ja nicht schlimm, wenn einer ankommt, einen kriegen wir auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so schwer. Guten Abend, die Herren. Okay, beide müssen dann mit dem Helikopter rausspringen, ne? Ja, genau. So machen wir das. Aber einer geht noch flöten. Alle Schnick, Schnack, Schnuck spielen die. Ja. Irgendwelche Wehwehchen, die wir uns kümmern müssen. Wir können ja auch die Reaktion von den Tests, wie schnell sie den Arm hochreißen müssen. Naja, meine Tante Gerda ist relativ. Und wer hat den kurzen Sieg? Das wird einfach erschossen. Ja, vielleicht schaffen sie es ja früh genug raus. Wir haben da wie immer einige Pläne und vielleicht haben sie die Möglichkeit, ihre Tante zu besuchen. Sie, hier in der Umgebung, hier heute ist nichts. Was hat die? Elbkrebs. Was? Ich glaube, er hat Elbkrebs gesagt, das habe ich zumindest verstanden. Aber hast du ihn da gerade sein gefragt oder was da? Nein, das ist leider bösartig. Und Elbkrebs, ich weiß nicht, haben wir schon was von Elbkrebs gehört? Ich hatte. Der hat Elbkrebs. Das klingt sehr gesagt. Schlimm. Erzählen Sie mal. Ja, hier wächst mein Arm. Ich war am Trinken. Er hat gesagt, sie hat AIDS-Krebs, ihr wächst ein Arm aus in der Arsch. What the fuck, ey. Hat sie denn jetzt drei Arme Siege, oder hat sie dafür einen anderen verloren? Hat Geisel genommen? Naja, wissen Sie, man verliert einen Arm, aber ein Bein da. Der neue Arm, der setzt das Bein. Sie läuft sehr komisch seitdem. Sie ist eigentlich eine gute Frau, sie sammelt Blüte und macht daraus Kleidung für arme Kinder in Stratis. In Stratis. Lucky B hat mir gerade geschrieben, um 8 muss er sich ausloggen. Wir sollen uns beeilen. Oh. Zur Info. Wie spät ist es? Sollen wir den direkt hinrichten? 10 vor. Naja, dann stirbt der als erstes. Ja. Ich bin der Rekruten als Survivor. Weil das dauert ein bisschen. Aber sagen Sie, Herr Rebell, sind Sie gläubig? Du glaubst an dich, sag das einfach. Ich glaube nur an mich und an die Macht, die den Staat stört. So, Ja, kettet die erstmal alle im Hangar an. Ich kann ihn gerne predigen vom salzigen Meister des Podiums. Hol uns mal ab. Vom salzigen was? Religion, die sie vielleicht befreien können, strengen Glauben, den sie haben gegen den Staat. Salzigen Meister des Puddings, what the fuck, Alter. Labern die denn für eine nur Scheiße? Nur Polizistenblut kann mich ermuntern.
Der eine Rekrut ja, war nicht geht auch bei unseren Deckentreppen um. Was denn? Wer? Er labert nur Scheiße, Hugo Stieglitz. Polizistenblut? Ja, dann geht der auch. Hier. Brandebart. Hast du die Waffen da reingelegt oder was? Ja, alles drin. Hallo Olaf. Sound muted. So. Hallo Krandelbart, auch mal wieder da. Ja. Und jetzt ein einfacher Bandit, ja, wie ich sehe. Du sollst es ablegen. Ich wurde. Wurde gekündigt aus unerfindlichen Gründen. Ja, haben Sie, da liegt eine Waffe drin. Das ist natürlich scheiße. Ja, genau. Sehr fahrlässig von Ihnen. Ich hätte sie nehmen können und mir den Fuß schießen können, ja. Na, du weißt, bei uns ist Platz. Ja. Sie sind ja schon erwachsen, das machen Sie nicht. Ja, Ihr Lebensgeist ist ja noch nicht zu Ende hier. Du weißt ja, bei uns ist Platz. Wir suchen gute Leute. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihre zwei Kollegen da hier mit einverstanden sind, sie wissen schon. Auf jeden Fall, wir werden jetzt spielen ein kleines Spiel, das nennt sich Survivor. Dazu werden sie sich gleich jeweils eine Waffe aus dem Helikopter nehmen. Und dann werden wir mal eine Runde fliegen, hier über der Basis. Und sie haben natürlich die Möglichkeit abzuspringen. Nachdem sie abgesprungen sind, können sie mit dem Fallschirm natürlich direkt ziehen und somit sehr weit fliegen, oder sie ziehen sehr spät und sind dann auch schnell am Boden. Nachdem sie abgesprungen sind, werden wir uns zum Boden bewegen mit unserem Helikopter und lassen ihnen noch einen kleinen Vorsprung und werden dann sie suchen. Sie müssen 10 Minuten weg. Ihr Ziel ist es natürlich, lebend aus diesen Gebieten zu kommen, ja? Hat das bis jetzt jeder verstanden? Jo. Soweit, ja. Gut. Dann, würde ich sagen, lassen wir das Spiel beginnen, oder? Haben Sie beide denn noch genug Aufputschmittel dabei, also Red Bull oder ähnliches? Das werden Sie brauchen? Nein, leider nicht. Ja, ja. Das ist auch leider verboten, Red Bull zu trinken. Ja, ich kann Ihnen zumindest eins geben, da Sie nicht ganz so hinterherhängen. Sonst das schaffen Sie es ja nie heraus. Das wäre sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ein Kollege von mir noch was hat. Eine kleine Spende, dass das Ganze spannend wird hier. Soundphone activated. Jetzt fehlt noch einer. Noch von Ihnen etwas. Wir brauchen noch was. Rekrut Snuggle, haben Sie schon? Oder nicht? Ich hab genug, ja, danke. Red Bull, ja? Habe ich noch ein paar, ja. So, ich zur Not können Sie ja Ihrem Teamkollegen auch noch einen abgeben. Vielleicht treten Sie aber auch beide gegeneinander. Die Klasse, das wissen wir ja nicht. Die Klasse, ne? Jetzt oder drei. Also ich würde mich trennen. Alles klar, läuft. Sound ich glaube, ich würde mich auch alleine durchschlagen. So, dann können Sie... Gut, ja, dann... Einer von ihnen war doch gläubig. Will der nicht oder noch mal eine Minute für sich haben? Dürfen wir eine Waffe aussuchen? Dürfen wir eine Waffe aussuchen oder sind die vorgegeben? Microphone activated. Nein, da sind zwei Pistolen drin, zwei Rogue und die können Sie nehmen. Aber ich hätte gerne eine MK18, wissen Sie? Ich hasse es, ohne Visierung zu schießen. Microphone muted. Ja. Dann werden Sie das jetzt lernen müssen. Innerhalb kürzester Zeit, sonst sieht es sehr schlecht für Sie aus. Wollte ich gerade sagen, und es ist eh nicht so, wenn man ein Officer werden will, dass man durch ein und so viel lange dauerndes Schießpraktikum muss, oder beziehungsweise Schießtraining muss. Sollen die Pistole in den Rucksack tun? Ist doch besser, oder? Ja. Ah, das hat mir ein Folie getwittert. Die können die da, glaube ich, gar nicht rein, ne? Okay, dann nicht. So, ich werde Ihnen jetzt beiden nochmal die Hände knebeln, ja? Einmal, okay, zweimal. Ja. Sie setzen sich jetzt jeweils dann außen auf den auf die Bank von dem Helikopter. Wir steigen mit ein und dann geht's los. Okay. Während dem Flug müssen Sie sich natürlich entfesseln, ist klar, ne? Aber das kriegen Sie hin. Ja, das kriegen wir hin. Haben wir ja gelernt.
fliegt doch nur einer hoch, oder? Ja, ihr könnt unten bleiben. Ich geh bloß schnell hoch und lande wieder. Und wenn ich gelandet bin, dann Quatsch. Mach 600 Meter. Ja, ungefähr. Ey, ich flieg noch mit hoch auch. Man kann deren Rucksäcke nicht mehr nutzen, weil man die nicht öffnen kann, wenn man die andeckt. Haben Sie denn schon Erfahrung mit dem Fallschirmspringen gemacht oder ist das jetzt Ihr Junge von Flug? Nee, da haben wir schon Erfahrung mit. Ja, sehr gut. Dann wird's ja nicht ganz so schlimm, nicht, dass wir sie dann vom Boden aufsammeln müssen. Mitfahren, ja, aber wir haben den Spaß. Ich lasse die ein bisschen weiter vorne. Also jetzt nicht direkt ach, über der Base. Ach, und meine Herren, was ich vergessen habe, für die Spielregeln zählt noch, kein Campen in Häusern, ne? Okay, da ist noch gerade ein Vehikel auf dem Spawn-Point. Ihr Ziel soll es ja schließlich sein, zur Grenze zu kommen. Wem gehört denn das Squad hier, was hier noch steht? Fahrt die mal vorne hin. Mob hat hier sein. Liegen wir jetzt auch noch weiter weg oder nur hoch? Ecool kann ja mal ganz gut mit dir als Fahrer hin, wenn du die hast ja auch Schlüssel. Schlüssel. Jungs, ihr kriegt jetzt an den Schlüssel von mir, wartet mal eben. Ne, wir fliegen hoch. So, wir haben jetzt unsere Absprunghöhe erreicht. Sie können jetzt selbst entscheiden, wann Sie ziehen und wir wünschen Ihnen wenig Glück und wir hoffen, dass Sie schnell von uns gefunden werden, ja? Einen schönen Tag. Die Tage. Auf gut Glück. Bis später. Ciao. Dings, wo Dings davor steht. Ja. Doch, jetzt. So zeitig. Krass. Ja. Auf, komm, geh mal runter. Ja, ja. Aber pass auf, dass sie uns nicht reinfliegen. Ja, ich weiß. Ich hab schon gesehen. Sönk, lass mich mit dir mit. Ich dachte, ich hätte Auto gewonnen. Oh, ja, oh, die sind schnell, ne? Ja, ja, aber wir sehen ja... Oh, die sind komm, wir haben schnell. Genug Quads da. Ihr braucht nicht zu zweit fahren. Hey. Ja, genug kurz. Flash, wieso? komm her, Flash. Warum? Die werden bis nach Sofia. Das sind noch drei Quads hier. Alter. Hier. Nee, das ist nicht Sofia da vorne, das ist ja hier gerade mal DP 17. Da ist doch ein Schlüssel von dem, oder? Oh, guck mal, man sieht es sogar auf der Karte. Ja, bis sie gelandet sind. Ja, ich markiere mal die Landezone. Ja, es wird so. Wird so hier ungefähr sein, denke ich. Ich fahre R3 einfach. Ich werde erstmal bei ihrer Landezone ein bisschen kommen. Flash, wir sind ein Team Richtung Route 3. Route 3? Richtung Route 1, sorry. Sync, ich folge dir jetzt. Ja. 7, return to formation. Wie gesagt, ich werde erstmal kurz gucken, ob ich irgendwas sehe in der Nähe der Landezone. Ihr Olaf und Sing, fahrt ihr R2? Sofia. Okay. Direkt Sofia und campen dann dort. Löchen kann mir dann folgen, dann fahren wir R3. Wie gesagt, ich bin gleich raus. Okay. Vielleicht ist auch schon. Hat mal einer geguckt, ob vielleicht nicht schon einer gestorben ist, weil. Nee, ist keiner gestorben. Also ich denke mal, die sind hier durch den Wald gelaufen. No. Ja, ich denke, die sind jetzt schon relativ weit gekommen, also ich denke, die sind fast bei Sofia. Nee, oh. Die sind nicht Richtung Sofia gesegelt. Dürfen die sich auch verstecken, wenn die uns sehen, oder? Natürlich. Ja, ja, klar, natürlich. Aber kein Häusercamping, das habe ich denen eben nochmal gesagt. Auf mich wird geschossen. Sind bei mir. Wo bist du? Ich sehe sie auf der Karte. Wo? T1. Lass mal dir noch ein bisschen Zeit, weil weit gekommen sind sie nicht, die sind da auf diesem Berg oben. Ich sehe sie laufen. Ja, komm, fahrt noch ein bisschen drumherum. Ja, wir tun sie, als hätten wir sie nicht gesehen, okay. Die haben geschossen, aber wir haben sie nicht gesehen. Ja, es ist langweilig, ja, die jetzt von hier aus locker wegsnicken. Fahrt noch nicht zu nah, was? Ja, ja, ich bin sonst ballern die noch mehr, ja? Also, nehmt einfach ein bisschen Abstand und fahrt ein bisschen rum. Wie viel Magazine haben die eigentlich? Ja, fahrt doch einfach mal ein. Nee, das ist VDM. Also, die sind jetzt schon hinterm Berg, pass auf. Ja, wir haben uns los. Opa, was machst du? Warum läufst du schon los? So, ich halt jetzt mal an. Versteck mich noch hinterm Baum. Auch, Mann. Ich hör mich jetzt hier oben verkämpfen und entweder die kommen hier lang oder nicht. Die sind jetzt schon
Aimt sind nicht gerade gleich weg, ne, also... Nee, Pistole spielen muss man ja auch mit denen. Ja, also sie sollen ruhig mal ein paar Mal mit ihrer Pistole schießen können. Sie sollen ruhig mal ein bisschen Panik schieben. Ich meine, du kannst sie auch erst weiter verfolgen, ne, wenn du stehen bleibst und kannst dann aus der Ferne mal einen Schuss abgeben und dann fährst du mal wieder hin. Weil, die Frage ist, wo sind die hin? Wollen wir, hier fährt ein Quadbike gerade neben mir. Das ist Max. Und das ist Max. Schiff campen, dürfen die das? Ja, klar. Okay, im Schiff dürfen sie auch liegen. Okay, dann werden sie bestimmt jetzt im Schiff auch liegen. Bei T, ne? T Ausrufzeichen sind sie, ne? Ja, genau, da waren sie, da haben sie geschossen. Die sind dann den Berg Richtung Süden runtergelaufen. Den Berg runtergegangen, genau. Kann sein, die kommen direkt jetzt zu Interpol, beziehungsweise zu uns. Werden wir dann sehen. Regroup! Oh, die sind schon weitergekommen, das kann die sind aussehen. Direkt vor Interpol, pass auf. Direkt vor Interpol. Der war direkt hinter meinem Quad, die hatten sich von hinten angeschlichen. Lol. Das heißt, die kommen jetzt zu uns. Fuck, also wie weit sind die schon gekommen? Ich bin ein Stück zurück. Ich hab nur die Schritte gehört und direkt stand, dann stand der hinter mir. Hat er dich erschossen? Nee. Hast du Glück gehabt? Ja. Arbeiten die auf eigene Faust oder arbeiten beide zusammen? Die können. Der war jetzt alleine unterwegs. Stimmt, wir dürfen ja nicht nur einen verfolgen, wa? Wir müssen ja gucken, wo der andere ist. Ja gut, wenn einer ankommt, ich sehe den einen Rekruten, ich hab jetzt Wo ist der? Den Kugo, sonst was. Ziemlich genau bei R2 jetzt. R2. Der läuft direkt R2 rein. Wollen wir den einen schon mal erschießen, dann haben wir nur noch einen, der da rumbildet. Ja, versucht gucken, noch was, ne? Aus der Ferne ein paar Schütze drauf zu geben und lassen dann weiterlaufen. Stimmt auch. Da immer noch ein Sanitäter markiert. Einfach mal, dass er zuckt. Ja, dann sind die auch langsamer, genau, schießt den mal ins Bein oder so. Das, wenn die den dann krüppeln, die sind sich nämlich nicht. Schieß auf mal da einen rein, mal gucken. Ja, stimmt, den Verbandskasten haben sie nicht mehr. Ich hab einen Schuss gehört von der Waffe. Der ist bei R2 ich direkt. Ich hab doch grad gesagt, ich schieß auf den R2, mir hört wieder nie jemand zu. Ja, aber es klang wie eine Pistole. Ich hab dich gehört, Olaf. Einer, danke. Danke. Es klang aber wie eine Pistole, sagte ich ja. Hast du den getroffen? Nee, ich schieß da bloß, dass die sich ein bisschen einkacken. Macht doch viel mehr Spaß, die zu quälen. Ja. Was ist der Ziel, das Ziel genau jetzt von dem Ding? Also, was ist deren Ziel, ist halt die Frage. Ja. Entkommen. Überleben halt. Wisst ihr, wo der hin ist? Ja, ja. Der schießt gerade auf jemanden. Auf mich? Oh, ja. Das sind zwei, die sind direkt zusammen. Oh. Scheiße. Nein. Du hast Hugo getötet, nein! Jetzt muss ich dich erschießen. Ey, das war ein Schuss, hallo, dass ich treffe, das war ein Wunder. Ja, ich hab immer extra 5 Meter daneben geschossen, dass der noch ein bisschen laufen kann, durch hier schießen einfach. Alter, das war nicht mit Absicht, ehrlich. Eben nicht, jetzt müssen wir einen anderen Rekruten noch suchen. Snuggle. Wo war der? Ja, es hat halt einer gerade geschossen und Hugo hat nicht geschossen, also der muss ja auch irgendwo sein, der andere. Jetzt ist er explodiert. Jetzt echt? Ja. In der Luft? Nee, in der Luft und am Boden. Wieso hab ich so einen hohen Ping, Alter? Das ist gerade rausgeflogen. Warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Was ist wichtig jetzt hier? Zieh dich jetzt. Ey, lass mich in Ruhe. Es ist geil. Es ist geil. Oh, jetzt hast du mich kaputt gemacht. Geht's? Okay. Ich hab's gerade angeklickt, ich schwör. Ja, ja. Ich schwör gleich mit meiner Waffe in dein Gesicht. Boah, Narkose landet immer so krass, ey. Ja, und macht dabei ab und zu Sendmoor kaputt. Halt die Leute, wenn ich hier noch da. Wir hätten dich noch mehr ziehen müssen. Du bist der Beste! Kannst du mir gleich die 40k in die Hand drücken. Haben die ihn erst versorgt? Leute, sehr gut. Das
hätten wir das glaube ich nicht geschafft. Wir haben ihn gar nicht ausversorgt, oder? Doch, ich. Habt ihr. Achso. Ja, ich hab das schon mal bei den Kollegen abgeholt. Versorgung. Ich bin da ein bisschen geübt drin jetzt. Seit wann nehmen Sie denn Hausmeister bei den Medics? Oh nein, nicht behandelten Hausmeister. Auch scheiße. Das ist nicht scheiße. Ich mach das gut. Was machst du mit dem Schraubenzieher? Wow, das sieht eklig aus. Ja, ich richte ihn wieder nur. Sag mal, hast du noch einen Platz da übrig? Natürlich. Jetzt kriegst du auch pass ein bisschen auf, das Trinkgeld, bringt mit der Rebelle Beton an oder so. Kleister klebt dir das da drauf, pass auf. Das brennt bestimmt so. Höllisch. Fast wie neu geboren. Komische Betonpflaster, Herr Hausmeister, die Sie da drauf geklebt haben. Herr Hausmeister, Sie haben hier den Müll vergessen. Den schenke ich Ihnen, können Sie behalten. Ach geil. Haben Sie keinen Besen mit, um das jetzt noch zusammenzuräumen? Nee, leider nicht. Vom Dr. Narkose habe ich immer coole Batman-Pflaster bekommen. Ja, jetzt gibt's halt Dichtmasse statt Pflaster. So Betonkleber da. Stimmt doch gar nicht, du bist doch nur eifersüchtig. Aber mein Betonkleber hält auch. Und wie Sie sehen, der Strommaske geht blendend.